Herzlich willkommen, neues Video, neue Geschichte. Heute geht es darum, wie ich die Zwangsverrentung verhindere. Es gibt einige Möglichkeiten, sie zumindest pausieren zu können, sie aufzuhalten, sie hinauszuzögern. Folgendes ist möglich, und zwar erhältst du ALG 1 und stockst mit ALG 2 auf. Das heißt, du bist noch in dem ersten Jahr oder vielleicht in den ersten 2 Jahren, wo du noch diese Versicherungsleistung bekommst. Das heißt, du hast vor kurzem noch gearbeitet, ne, jetzt nicht mehr, und bist jetzt bei der Agentur für Arbeit. Anscheinend reicht das nicht und du stockst mit ALG 2, also auch bekannt als Hartz 4, auf. Das ist so dieses Existenzminimum. Ne? Das ist ja vom Jobcenter. Und die könnten jetzt sozusagen, die werden dann auch bald dich irgendwann zwangsverrenten, aber wenn du da noch in dieser Versicherungsleistung bist, du hast ja eingezahlt, um im schlimmsten Fall sozusagen versichert zu sein. Und das bist du noch. Dann bist du noch erstmal geschützt. Es kommt drauf an, du kannst auch sehen, wie lange. Solange du ALG 1 erhältst. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, sehr individuell. Das hat auch was mit deinem Alter zu tun. Das hat was mit deiner Abfindung zu tun. Das hat was damit zu tun, wie lange du gearbeitet hast. Aber so ungefähr. Das sind zwischen 6 Monate und bis zu 3 Jahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du bist beim Jobcenter. Das heißt, du erhältst ALG 2. Und normalerweise würde dich diese Behörde jetzt zwangsverrenten. Wenn du es jetzt aber schaffst, einen Minijob nachzugehen, zum Beispiel über 450 Euro, das heißt, du bist bei Rewe vielleicht Regale einräumen oder du bist vielleicht bei einer Bibliothek und sortierst die Bücher ein. Du hast irgendwo einen kleinen Minijob. Vielleicht machst du dich sogar selbstständig, machst Tiersitting, hast irgendwo auf Tiere auf, aber du schaffst es, so über dieser Grenze von 450 Euro zu kommen im Monat. Vielleicht auch bei einer Bäckerei Brötchen verkaufen, irgendwas. Versuch was zu bekommen, wenn du das überhaupt willst und auch kannst, ist die andere Frage. Dann würde man sagen, okay, es scheint ja so ein bisschen zu funktionieren, mal gucken, ob er das noch verbessern kann oder steigern kann. Dann bist du auch abgesichert. Das heißt, du kriegst Grundsicherung, ne? Arbeitslosengeld 2. Es gibt ganz viele Wörter, die immer das Gleiche nennen. Aber du schaffst es selber noch aktiv am Arbeitsmarkt teilzunehmen, da zu sein. Und dann lässt man dich erstmal so weitermachen. Man beobachtet das. So, dann bist du auch erstmal für 3 Jahre, wenn du das so schaffst, wirst du nicht verrentet. Du schaffst es aber in dieser Zeit auch nicht, weitere Rentenpunkte anzusammeln. Zumindest nicht von Bedeutung. Ich rede jetzt nicht über ein paar Cent. Die sind jetzt nicht von Belang. Was aber auch schon dazu führt, dass wenn du in die Rente kommst, sie wieder niedriger ausfällt. Das war Punkt 2. Solltest du kurz vor der Regelaltersgrenze stehen, dann wird man sagen, die 2, 3 Jahre davor, die wird man dir jetzt nicht noch abrechnen. Das wäre ja auch ganz schön gemein, wenn du kurz davor bist, vor, ich sag mal, im extremsten Fall 1 Tag davor, da würdest du Abschläge noch haben und hätte man 1 Tag gewartet, hättest du die vollen erarbeiteten Punkte sozusagen ausgezahlt bekommen. Das wäre ein bisschen unverhältnismäßig, sagt man, das sagen auch die Gerichte. Und dann hast du die Möglichkeit, einfach diese Zeit sozusagen zu überbrücken. Das ist sehr individuell. Einige sagen 1, 2, 3 Jahre. Andere Ämter haben auch gesagt, bis zu 5 Jahren kann das sein. Das ist nicht abschließend erklärt, aber man kann mit Hilfe auch da wieder, wenn du dich sonst am liebsten jemand aus deiner Region, ich bin ja nicht der Einzige, der da berät und gut ist, es gibt ja noch viel mehr gute Leute und Menschen, die dich begleiten und unterstützen, als jetzt nur mich als Streamer. Aber du kannst dich auch an mich wenden und ich kann dir erzählen, wie du es auch hinauszögern kannst, wie man geschickt taktiert, um einfach nochmal ein paar Monate mitzunehmen. Das war der dritte Punkt und jetzt kommt der vierte Punkt. Du kannst das nämlich auch verhindern, falls du wirklich zeigen kannst, bald kriege ich wirklich eine Festeinstellung. Also es kann ja sein, dass du mit 55 arbeitslos wirst. Und jetzt könnte man dich zwangsverrenten. Ja, du würdest ganze 10 Jahre verlieren. Also dass die Rente wird eigentlich komplett aufgefressen. Du bekommst nichts mehr davon. Sie wird frisiert, rasiert, sie wird abgeschnitten. Die immense Verluste, also das, was du dir angespart hast, wird wieder abgezogen, sozusagen gegengerechnet, was ich dir ja erzählt habe in dem anderen Video.
Und wenn du es jetzt aber zeigen kannst, doch, ich habe einen Arbeitsvertrag, der ist in einem Jahr. Oder wenn ich jetzt diese Qualifikation nachhole, ne, eine Schulung bei der IHK oder irgendwas, dann würde ich in dem Bereich eingestellt werden. Ne, es kann ja sein, dass dir vielleicht eine kleine Prüfung fehlt, die holt man in 3 Monaten nach und dann könntest du im Security-Bereich arbeiten oder irgendwo anders. Dann würde man sagen, okay, anstatt dass wir sie jetzt vielleicht 5 oder 10 Jahre vorher verrenten, sie haben ja wirklich gute Chancen, dann unterstützen wir sie dabei. Das heißt, das, was das Amt ja nicht tut, dich dabei zu unterstützen, weil sie sagen, sie lehnen sich zurück, Arbeitsverweigerung meiner Meinung nach immer und sagen, wir geben dich auf, wir sehen keine Chance. Wenn du das aber lieferst, ihre Arbeit, du zeigst sozusagen, dass du besser bist als sie, dann sagt natürlich das Amt, wow, gut, dann machen Sie mal weiter so. Wir begleiten Sie dabei. Und das sind die 4 Punkte, wie man momentan gut eine Zwangsverrentung behindern kann. Ich bin der Meinung, dass das keinen Sinn macht. Das ist wieder sehr individuell. Ich sehe es bei den meisten Menschen, macht es keinen Sinn. Wenn sie schon krank sind, wenn sie alt sind, wenn sie erschöpft sind, der Arbeitsmarkt ist auch sehr anstrengend. Also einen 60-Jährigen nochmal da irgendwo rein zu bekommen, zu unterstützen, ist schwierig. Auch die freie Wirtschaft will euch da nicht haben. Sie will Leute haben, die schnell arbeiten, die schnell etwas verstehen, die leistungsfähig sind. Kannst du mit 60 noch eine Leistung erbringen, die ein 30-Jähriger schafft? Schwierig. Der freie Arbeitsmarkt ist da sehr, ja, bestialisch, ist da sehr fordernd, ist da sehr rücksichtslos, unmenschlich. Er möchte Ergebnisse haben. Ich kann das verstehen. Das ist sehr sachlich. Geht da nicht um die Menschlichkeit. Viele Firmen sagen auch, ich bin nicht die Arge. Geh zu der. Ne? Ich bin hier kein Sozialverband, der dich unterstützt. Hier muss ein Job erfüllt werden. Und die meisten in dem Alter, ihrer ganzen Geschichte mit ihrer Biografie, schaffen das nicht. So, jetzt zum Abschluss. Zwangsverrentung verhindern. Heute habt ihr 4 Punkte mitbekommen. Es gibt noch ein paar andere, sehr individuell. Erkundigt euch, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr platt gemacht vom Amt. Schaut euch auch die anderen Videos an. Da gibt es viele Tricks und Tipps, sozusagen Sozialhilfe-Hacks, nennt man sie heute. Wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Und falls ihr Hilfe braucht, schaut in eurer Region. Da gibt es viele Initiativen, die gut sind. Und sonst gibt es einen Streamer auf YouTube und auf Twitch. Und das bin ich. Schaut sonst gerne mal vorbei. Euch alles Gute, euer Paul.